Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Luzi bereist. Heute geht es nämlich in den Vatikan. Und da ist jetzt der Luzi. Ja, dann machen wir doch mal eine Direktschaltung. Hallo Luzi. Ja, hallo ihr Lieben. Richtig, ich befinde mich heute im Vatikan und hier gibt es eine ganze Menge interessanter und skurriler Sachen zu erfahren und zu erzählen. Also fange ich gleich mal an. Der Vatikan oder in der Langform Stato della Città del Vaticano ist der kleinste Staat der Welt. Er ist außerdem der letzte Staat mit der Amtssprache Latein. Der Stadtstaat ist eine Enklave in Italien innerhalb des Stadtgebiets von Rom, hat eine Fläche von 0,44 Quadratkilometern und ist mit rund 1000 Einwohnern auch der Staat mit den wenigsten Einwohnern der Welt. Die Regierungsform ist die Wahlmonarchie, genauer genommen die absolute Wahlmonarchie. Dort regiert nämlich der Pontifex Maximus oder wie er in Deutsch heißt, der Papst. Er ist nicht nur das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche und Nachfolger vom Apostel Petrus, sondern auch der Bischof von Rom. Die Währung im Vatikan ist der Euro. Trotz allem gehört der Vatikan nicht zur Europäischen Union. Wenn man Vatikan und römisch-katholisch hört, denkt man vielleicht, oh, die Unabhängigkeit, die ist schon lange, oder? Nö. Die Unabhängigkeit ist noch gar nicht so lange, denn der Nachfolger des Kirchenstaates, also der Vatikan, ist erst seit dem 11. Februar 1929 komplett unabhängig. Auch die Sache mit dem Nationalfeiertag ist eine kleine Besonderheit, denn hier variiert der Nationalfeiertag. Es ist nämlich immer der Tag, an dem der jeweils amtierende Papst zum Papst ernannt wurde. Zum Territorium des Vatikan gehören unter anderem der Petersdom, der Petersplatz, die Vatikanischen Museen, die Vatikanischen Gärten, die Sixtinische Kapelle, Radio Vaticano sowie vieles andere. Das Oberhaupt, also der Papst, wird von den Kardinälen gewählt und scheidet nur durch Tod oder Rücktritt aus diesem Amt aus. Der Heilige Stuhl als nichtstaatliches, eigenständiges, vom Staat Vatikan zu unterscheidendes Völkerrechtssubjekt vertritt den Zwergstaat auf internationaler Ebene. Neben dem relativ kleinen Territorium des Vatikan gibt es eine Vielzahl von Besitzungen und Besitztümern, die außerhalb der vatikanischen Mauern bzw. die außerhalb des Heiligen Stuhls sind, denen ein Status ähnlich von Botschaftsgeländen zukommt und die nicht Teil des Staatsgebietes des Vatikans sind. Dazu gehören unter anderem direkt an das Staatsgebiet angrenzende Gebiete wie der Palazzo Pio, das ist da eine ganz, ganz große, pompöse Hütte, wie der Name schon sagt, ein Palast, und der größte Teil der Vatikanischen Audienzhalle. Jo, ihr habt richtig gehört, die Vatikanische Audienzhalle, also da, wo der Papst seine Besucher empfängt, ne, zum Beispiel hier wichtige Politiker oder Könige oder andere Monarchen, die ist zum größten Teil auf italienischem Gebiet. Die Staatsgrenze verläuft mitten durch die Audienzhalle, wobei der Papstthron noch auf vatikanischem Staatsgebiet steht. Die anwesenden Besucher der Audienz sehen jedoch aus dem italienischen Ausland zu. Auch die Sommerresidenz K
Castel Gandolfo, wo der Papst immer Urlaub macht oder halt so oft, wie auch der Vatikanische Radiosender sind exterritoriale Besitzungen des Heiligen Stuhls, also Gebiete außerhalb des Vatikans. Von den 842 Menschen, die im Jahr 2014 im Vatikan lebten, hatten 572 die vatikanische Staatsbürgerschaft, die jedoch immer nur auf Zeit und an eine Funktion gebunden verliehen wird. Sie ersetzt daher nie eine andere Staatsbürgerschaft. Die Staatsbürgerschaft der Vatikanstadt besitzen alle im Vatikan oder in Rom wohnhaften Kardinäle, alle Diplomaten des Heiligen Stuhls sowie auf Antrag alle anderen im Vatikan wohnhaften und im Dienst stehenden Personen. Mit 100% hat der Vatikan den höchsten Katholikenanteil der Welt. Auch Frauen und Kinder können die Staatsbürgerschaft erhalten. Frauen verlieren diese jedoch bei Trennung, männliche Nachkommen im Alter von 25 Jahren, bei weiblichen Nachkommen ist das sogar eher. Falls sie heiraten und ihr Ehepartner nicht ebenfalls die vatikanische Staatsbürgerschaft hat oder aus einem anderen gesonderten Grund. Neben dem Papst leben in der Vatikanstadt unter anderem dessen enge Mitarbeiter im päpstlichen Haushalt, Leiter der römischen Kurie, die Schweizer Gardisten und die Gendarmerie, also die Polizei dort. Von den 3000 Angestellten wohnen nur wenige im Vatikan selbst. Die meisten Angestellten sind die Regierungsmitglieder, Zeremonienmeister, Verkäufer, Restauratoren, Köche, Büroarbeiter, Drucker oder Angestellte der Bank des Vatikan. In den 1920ern kam der Vatikan sogar auf die glorreiche Idee, mal die Todesstrafe abzuschaffen. Er hat sie zwar nie angewendet, aber um 1920 sich auch gesagt, nö, brauchen wir nicht, schaffen wir also ab. Ist schon mal super. Der Vatikanstaat ist die letzte absolute Monarchie Europas. Seit 1984 ist der Kardinalstaatssekretär mit der ständigen Vertretung des Papstes in der weltlichen Leitung des Vatikans beauftragt. Sprich, wenn der Papst mal nicht im Vatikan ist, hat der Kardinalstaatssekretär das Sagen. Während der Sedis Vacans, also der Zeitspanne zwischen Tod oder Rücktritt des Papstes und der Wahl seines Nachfolgers, ruht alle päpstliche Gewalt. Das Kardinalskollegium verfügt über alle weltlichen Befugnisse des Papstes. Als vordringlichste Aufgabe des Kardinalskollegiums ist die Ausrichtung der Papstwahl, die im sogenannten Konklave stattfindet, zu sehen. Andere Amtsgeschäfte kann es während der Sedis Vacans in besonders dringenden Fällen ebenfalls führen. Solche Erlasse sind aber in ihrer Wirksamkeit auf die Dauer der Sedis Vacans begrenzt. Dem neu gewählten Papst steht es frei, diese Bestimmungen nach den Vorschriften des kanonischen Rechts zu bestätigen oder wieder zu verwerfen. Der Papst stattet in der Regel auch keine Staatsbesuche ab, sondern sogenannte Pastoralbesuche, wenngleich das Protokoll ihn aufgrund seiner Eigenschaft als Völkerrechtssubjekt wie ein Staatsoberhaupt behandelt. Ebenfalls gehört der Vatikan nicht zu den Vereinten Nationen, der UNESCO oder der Welthandelsorganisation. Und auch zum Europarat zählt der Vatikan nicht dazu. Mit der Schweizer Garde verfügt der Vatikan über die kleinste und älteste Armee der Welt. Sie hat ca. 100 Mitglieder und existiert seit dem Jahre 1506. Für die interne Sicherheit gibt es noch zusätzlich eine eigene Polizei,
den Corpo della Gendarmeria. Der Vatikan verfügt aber nicht über Luft- oder Seestreitkräfte. Die externe Landesverteidigung wird gemäß einem bilateralen Abkommen durch Italien gesichert. Also Italien hält mal wieder, wie auch bei San Marino, den Kopf hin. Laut den Lateranverträgen ist Italien für die Sicherheit auf dem vatikanischen Petersplatz zuständig. Durchgeführt wird die Überwachung vom Aufsichtsamt für öffentliche Sicherheit Vatikan, das direkt der Abteilung für öffentliche Sicherheit der italienischen Polizei unterstellt ist. Klingt alles ein bisschen kompliziert und seltsam, aber genau das ist es auch. Für Besucher gibt es bei der Einreise, die meistens zu Fuß erfolgt, eine Sicherheitskontrolle, aber keine Ausweis- oder Zollkontrolle. Bei der Ausreise nach Italien werden keinerlei Kontrollen durchgeführt, mitgebrachte Waren bleiben also de facto zoll- und steuerfrei. Toll! Der Vatikan kann auf seinem Gebiet straffällig gewordene Personen, gleichgültig ob sie dort von der eigenen Gendarmerie oder von Hilfstruppen der italienischen Polizei verhaftet werden, zur Aburteilung an Italien überstellen. Der Vatikanstaat hat, wenn die Anzahl der Straftaten in Relation zur Anzahl der Einwohner gestellt wird, die höchste Kriminalitätsrate der Welt. Tatsächlich ist die Kriminalitätsrate aber darauf zurückzuführen, dass Täter und Opfer dieser Straftaten so gut wie ausschließlich aus dem Kreise der jährlich 18 Millionen Besucher stammen. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Kleinkriminalität wie etwa Handtaschendiebstähle. 90% der Vorfälle bleiben leider unbestraft, da die Täter nach Italien fliehen. Das Vatikanische Gefängnis bietet nur für 2 Personen Platz und wurde im Laufe seiner Existenz bis jetzt erst 4-mal benutzt. Als souveräner Staat wickelt der Vatikan seine Finanzgeschäfte eigenständig ab. Anfang der 1990er Jahre haben neben der Offenlegung der Staatsfinanzen auch spürbare Bemühungen eingesetzt, die über Jahrhunderte gewachsene Organisationsstruktur zu vereinfachen. Zu den Haupteinnahmequellen des Vatikans gehören, abgesehen von den Einnahmen aus den grundsteuerfreien Immobilien, die Geschäfte innerhalb des Vatikans. Weitere Haupteinnahmen werden von Souvenirständen und durch freiwillige Spenden erzielt. Jährlich werden im Schnitt etwa 85 Millionen Euro an den Vatikan gespendet. Andere Einnahmequellen sind der Verkauf von vatikanischen Euromünzen und Sonderprägungen sowie Briefmarken an Sammler. Ja, jetzt fragt ihr euch, warum verkauft der Vatikan seine eigenen Euromünzen? Kann ich euch sagen, weil der vatikanische Euromünzsatz sehr, sehr selten ist. Es sind also keine Münzen, mit denen man einkaufen sollte. Zudem besitzt der Vatikan Gold, das in New York lagert, gut 850 Immobilien im geschätzten Wert von 1,5 Milliarden Euro sowie Kunstschätze, von denen der frühere Papst Johannes Paul II. Sagte, sie sind unverkäuflich, sie gehören allen Menschen. Von der Staatsbilanz des Vatikans sind die Einnahmen aus Kirchensteuern sowie bestimmte Aufwendungen ausdrücklich ausgeschlossen. Die Geldautomaten im Vatikan verfügen übrigens auch über ein lateinisches Menü. Der Papst selbst bezieht kein Gehalt. Der hat also keinen einzigen Cent im Portemonnaie, wenn er überhaupt ein Portemonnaie besitzt. 1981 wurde mit der Arbeitnehmervereinigung der Laien im Vatikan eine Art Gewerkschaft gegründet. Im Vatikan gilt eine 36-Stunden-Woche, Tarifverhandlungen gibt es nicht.
Der Vatikan verfügt seit 1933 über einen eigenen Bahnhof und rund 200 Meter Schienenstrecke. Der Bahnhof wird nur noch selten für die Personenbeförderung genutzt. Bedingt dadurch, dass das Schienennetz so kurz ist, ist es auch automatisch die kleinste Straßenbahn- oder Zugverbindung der Welt. Im Vatikan befindet sich der Vatikanische Heliport als Hubschrauberlandeplatz. Die nächstgelegenen Verkehrsflughäfen sind da aber erst in Rom. Also einen eigenen richtigen Flughafen hat der Vatikan nicht. Wie denn auch, ist er viel zu klein für. Obwohl der Vatikanstaat keinen direkten Zugang zum Meer besitzt, ist er gemäß der Erklärung von Barcelona aus dem Jahr 1921 die Hochseeschifffahrt mit eigenen Schiffen unter der päpstlichen Flagge gestattet. Ein Recht, das derzeit noch nicht ausgeübt wird. Als souveräner Staat besitzt der Vatikan eine eigene Postverwaltung, die sogenannte Posta Vaticana, deren Briefmarken ausschließlich auf eigenem Territorium gültig sind. In der Vatikanstadt werden pro Einwohner und Jahr die meisten Poststücke versandt, ungefähr 7200. Zum Vergleich, in den Vereinigten Staaten sind es 660 und in Italien 109 pro Jahr. Das gesamte Gebiet vom Vatikan ist seit 1984 durch die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation als Weltkulturerbe anerkannt. Die Vatikanstadt ist somit der einzige Staat der Welt, dessen komplettes Territorium von der UNESCO geschützt ist. Darüber hinaus ist die Vatikanstadt bei der UNESCO als Denkmalzentrum im Internationalen Register für Kulturgut unter Sonderschutz entsprechend Kapitel 2 eingetragen. Und jetzt zu guter Letzt erzähle ich euch auch noch ein bisschen über die Geschichte des Vatikanstaates. Der Amtssitz der Päpste war bis ins 14. Jahrhundert nicht der Vatikan, sondern der etwa 5 Kilometer östlich davon gelegene Lateranpalast. Vatikan als Wort bezeichnete zunächst einen am rechten Tiberufer gelegenen Hügel. Im Latein hieß der Mons Vaticanus. Dort befand sich in der Antike der Zirkus des Kaisers Nero, in dem Martyrien und Hinrichtungen zahlreicher Christen und Juden stattgefunden haben sollen. Nördlich des Zirkus befand sich ein kleiner Friedhof, auf dem angeblich der Apostel Petrus begraben wurde, und schon wenig später wurde dort ein Erinnerungsmal gebaut und im 4. Jahrhundert ließ Kaiser Konstantin an seiner Stelle eine große Grabeskirche errichten. Dies war die erste Peterskirche, denn die musste etwas später nochmal gebaut werden, da die alte kaputt gegangen ist. Der Vatikan wurde damit zum zentralen Wallfahrtsort der Petrusverehrung. In den folgenden Jahrhunderten entstanden weitere Gebäude auf dem Hügel, vor allem sogenannte Scholae, also die Wallfahrern verschiedener Nationalitäten, Unterkünfte, Kapellen und Friedhöfe boten, aber auch über Wehranlagen verfügten. Die waren also nicht ganz kampflos. Unter Leo IV. Wurden in der Mitte des 9. Jahrhunderts größere Befestigungen um den gesamten Wallfahrtsort errichtet. Der Bischof von Rom konnte im Verlauf der Spätantike seinen Anspruch auf Vorrang innerhalb der Christenheit weitgehend durchsetzen und kann spätestens seit Gregor dem Großen, das war so ungefähr um das Jahr 600, als Papst bezeichnet werden. Nach dem Zerfall des Römischen Reiches beanspruchten die Päpste unter Berufung auf die sogenannte im 15. Jahrhundert als Fälschung enttarnte konstantinische Schenkung
die weltliche Herrschaft über das Territorium um Rom, welches sich somit zur Keimzelle des künftigen Kirchenstaats wurde. Im Jahre 751 wurde ihnen dieser Staat durch die pippinische Schenkung endgültig garantiert, nachdem die Päpste einige Jahre zuvor aufgehört hatten, die Oberheit des oströmisch-byzantischen Kaisers anzuerkennen. Die Päpste residierten jedoch zunächst nicht im Vatikan, sondern im Lateranpalast. Die Kathedrale des Papstes als Bischof von Rom ist bis heute die Lateranbasilika außerhalb des Vatikans. Der Vatikanische Hügel wurde erst am Ende des 14. Jahrhunderts mit der Rückkehr der Päpste aus Avignon zum päpstlichen Regierungssitz, Standort der römischen Kurie und damit zum Zentrum des Kirchenstaats sowie der katholischen Kirche insgesamt. Der vor den Toren Roms befindliche Vatikan bot dafür neben der Nähe zu den vermuteten Gebeinen Petrus ausreichend unbebauten Raum. Vor allem Nikolaus V. entwarf Mitte des 15. Jahrhunderts gewaltige Baupläne, die unter ihm und seinen Nachfolgern nur zum Teil umgesetzt wurden. Im Jahre 1626 wurde der Petersdom eingeweiht. Der Endausbau dauerte bis 1650. Kurz darauf erhielt der Petersplatz seine heutige Form. Parallel zum Ausbau des Vatikans weitete sich das Territorium des Kirchenstaats aus. Bis ins 19. Jahrhundert erstreckte es sich über das heutige Mittelitalien zwischen Rom im Südwesten bis Bologna im Nordosten, mit den Regionen Latium, den Marken, Umbrien und der Romagna. Allerdings wurde 1798 im Zuge der Französischen Revolution das Gebiet zur Römischen Republik erklärt. 1808 wurden die Territorien dem Königreich Italien einverleibt. Der Wiener Kongress stellte den Kirchenstaat jedoch wieder her. Im Zuge der italienischen Einigung wurde der Kirchenstaat in den ersten Jahren des Pontifikats von Papst Pius IX. Im europaweiten bürgerlichen Revolutionsjahr 1848-1849 erneut durch radikal-demokratische Aufstände erschüttert. Diese führten zur Flucht des Papstes und zu einer weiteren Republik im Kirchenstaat, die lediglich knapp 5 Monate, also von Februar bis Juli 1849, Bestand hatte, bis sie durch französische und spanische Interventionstruppen niedergeschlagen wurde. Erst durch die Lateranverträge von 1929 zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Königreich Italien unter der Diktatur des faschistischen Ministerpräsidenten Mussolini wurde der Kirchenstaat wieder als souveräner Staat festgeschrieben. Danach umfasst er nur noch das von einer Mauer begrenzte Gelände um den Petersdom. So viel also zum kleinsten Staat der Welt. Das nächste Mal bin ich übrigens in Liechtenstein. Da wird's dann auch wieder hochinteressant und spannend, was ich euch dann alles zu erzählen habe. Ja, dann danke an dieser Stelle fürs Zuschauen und bis bald. Ich freue mich auf euch. Ciao, ciao. Ja, auch vielen Dank von meiner Seite aus. Dann bin ich mal gespannt, was Luzi so alles in Liechtenstein erleben wird. Bis dahin habt eine gute Zeit und bis demnächst. Ich wünsche euch was. Haut da rein, ne? Tschüss.